Guten Tag, heute wieder eine Sendung Kochen mit Globus. Angebunden natürlich ans Oktoberfest, heute einen bayerischen Wurstsalat. Dazu benötigen wir normalerweise Lyoner Wurst, wir nehmen aber die Eigenproduktion vom Globusmarkt, einen Fleischkäse. Wir benötigen rote Zwiebeln, Gewürzgurke, Radieschen, Essig, Rapsöl, verschiedene Gewürze und zum Schluss nehmen wir noch etwas bayerischen Radi dazu. Für das Dressing nehmen wir etwas Gemüsebrühe oder Fleischbrühe. Es verrührt sich einfach besser und es mariniert sich dann auch besser. Natürlich Essig. Ich nehme immer Essigessenz, 5%. Rapsöl. Zucker. Ruhig eine Prise mehr. Etwas Salz. Weißen Pfeffer. Und vermengt das schon einmal. So kann die Marinade auch schon etwas durchziehen. Dann benötigen wir natürlich unseren Fleischkäse. Ich habe schon etwas vorgeschnitten. Gehen wir erstmal in diese Schüssel. Schneide noch etwas dazu. Kann man in feine Streifen schneiden, Sie können es aber auch blättrig schneiden. So, eine rote Zwiebel. Man kann auch zwei nehmen, diese ist sehr groß und schneidet die in Ringe. Sie etwas auseinander. So. Gewürzgurke. Also die Schnittform für den Salat ist ganz offen. Also Sie können das auch in Streifen schneiden. Alles. Ich nehme noch etwas Radieschen dazu. So, dazu noch etwas süßer Senf, Essig und der süße Senf passt sehr gut zusammen. Und verrühre es jetzt alles mit unserem Dressing. Sie sehen schon, es ist eine sehr bunte Sache. Ist auch ein schönes Partygericht, also dazu entweder ein Brot geben oder eine bayerische Brezel. Macht sich sehr gut. Noch etwas Schnittlauch dazu, um die Farbe noch etwas anzuheben, schneiden wir in feine Ringe. Verrühren dieses auch noch mit. Schnittlauch ist auch ein Lauchgemüse, also wie Zwiebel passt super. Und lassen den dann noch mindestens 2 Stunden im Kühlschrank stehen. Dann zieht die Marinade noch mal richtig durch und dann können wir schon anrichten. So. Zum Anrichten nehmen wir noch etwas bayerischen Radi. Den haben wir schon geschält, in Stücke geschnitten. Und auch diesen Radischneider bekommen Sie im Globusmarkt Zwickau. Das ist eine sehr feine Sache. Setzen ihn nur an. Drehen ihn richtig hinein. Wer es natürlich kann, kann es auch mit dem Messer schneiden. Aber so ist es viel leichter. Stecken dann oben noch die Nadel hinein,
dann fällt der geschnittene Radi nicht herunter und geht kaputt. Ja. Ziehen den Radi etwas auseinander, würzen ihn mit Salz und richten ihn mit auf den Teller an. So, und schon haben wir unseren bayerischen Wurstsalat fertig und ich wünsche Ihnen immer einen guten Geschmack.